Und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft für den 19. bis 25. Februar. Die erste Karte. Ja, hier trägt jemand sehr schwer an seinen Gedanken. Es geht hier immer um eine gedankliche Belastung, um schwere negative Gedanken, an denen man eben sehr schwer trägt. Fürs weitere Reading verwende ich wie immer die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Okay. Da haben wir die Wolken, den Bär und die Sterne. Ja, die Wolken zeigen mir hier eigentlich gerade nochmal diese Unklarheiten, die hier so über dem Kopf von diesem Mädchen schweben. Ja, es scheint wohl alles recht düster auszusehen. Und hier geht es wirklich um Kraft und Mut. Und mit den Sternen sind die Aussichten aber gar nicht so schlecht. Also da kommt wieder Klarheit in die Sache. Sehr gut möglich, dass hier jemand dabei hilft, wieder diese Klarheit zu schaffen. Für viele bekomme ich einfach rein, dass man selbst einfach diesen Mut braucht, hinzuschauen. Genau hinzuschauen und dann kommt die Klarheit. Sehr spannend. Ja, an der Unterseite des Decks ist auch noch der Reiter, der auch noch zeigt, dass da was in Bewegung kommt. Also man kommt aus dieser unschönen Situation raus, aus diesen negativen Gedanken, diesen Unklarheiten in die Klarheit. Es ist eben bei jedem von uns unterschiedlich, ob man das so aus eigener Kraft schafft, indem man mutig ist und hinschaut, oder ob hier jemand hilft. Ja, was gibt's hier noch zu sagen? Gibt's da noch was zu sagen? Noch eine Karte bitte. Gibt's da noch was zu sagen? Ich will keine mehr rausspringen. Im Grunde genommen ist es klar. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob es noch einen Rat gibt. Gibt es hier noch einen Rat von den Karten? Sorge für Ausgleich, ja, klar. Hier, du brauchst den Ausgleich zwischen diesen negativen Gedanken, die dich drücken, und den positiven. Die Sterne stehen ja auch für Erfolg, nicht nur für Klarheit. Wobei ich schon denke, dass es hier hauptsächlich um diese Klarheit geht. Die Unklarheit darf gehen und die Klarheit darf kommen. Aber es braucht natürlich Mut, Stärke. Aber hier kommt was in Bewegung, definitiv mit diesem Reiter. Sehr schön. Ja, ein kurzes, klares Reading. Ich hoffe, es hat ja was gebracht und ich fände es einfach mal so super, wenn du mir auch mal einen Kommentar schreibst, wie sich das bei dir manifestiert. Ganz toll ist es auch immer, wenn ich einen Like von dir bekomme. Ich freue mich riesig drüber. Vielen Dank schon mal und bis bald.